Der braucht nicht so lange. Also müssen jetzt alle da sein, ne? Ja. Oder hat also, wer weiß nicht, worum es geht? Kurze Vorgeschichte dazu. Wir haben einen Haftbefehl gegen die Bonelli. Wir hatten gestern schon die Begegnung mit den Ballers. Dort wurde es versucht, friedlich zu klären. Das hat leider nichts gebracht. Ganz im Gegenteil. Später ist es ausgeartet und die Ballers haben auf Kollegen geschossen. Deswegen werden wir jetzt einmal kurz in die Ballers-Hut reingehen und die da rausholen. Sämtliche Ballers werden vorläufig festgenommen, müssen festgehalten. Sollten die irgendwas Größeres dabei haben, also ich sag mal, wenn die nur Pistolen dabei haben, ja, einfach abnehmen. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Primär geht's halt wirklich um die Frau Bonelli. Ich hoffe einfach, dass wir sie ein bisschen überraschen. Hallo, Aufstandsstelle, komm. Umso okay. besser, dann sagen wir da hallo. Umso stationär besser. Stationär oder noch in Bewegung? Gerade stationär, komm. Ja, dann okay. tankt die. Okay, gar nicht lang überlegen, wir umstellen die Tankstelle und ab dafür. Okay, hier kurz nach der Garage einmal kurz sammeln, dann fahren wir da geschlossen an. Ja, mit Blaulicht ganz hin. Mein Gott, Junge. Komm klar. Er ist neu. Er ist gut, aber trotzdem. Und wie er geatmet hat. Wie ist es bei euch aus? Wie gut, ne? Vernünftige Rundumabsicherung. Zwei Streifen hinter die Tankstelle. 65 fährt hinter. Fährt ebenfalls hinter. An der Tankstelle bitte. Oh, Break ist aktuell nicht mehr an der Tankstelle, ist in Bewegung südöstlicher Richtung Davis Richtung LSD-Küche. Wir fahren einmal Richtung LSD-Küche. Darf ihr doch bestimmt Taser, wenn die wegrennt, oder? Wahrscheinlich schon. So. Break, drei Fahrzeuge der Ballers gesichtet, von der LSD-Küche aus abgebogen, jetzt auf den Highway gen Norden. Lenker, der hintere Camacho, zwei Frauen gesichtet. Der mittlere Camacho, eine Frau gesichtet. No! Fahren gerade auf den Zentralhighway. Die Camachos bremsen uns aus, die sitzt wahrscheinlich im Escalade. Im Escalade vorne eine Frau drin. Gut, dann ist der Escalade Primärziel. Bitte macht euch nicht weg, Kollegen, bitte macht euch nicht weg. Frage Standort der Verfolgung. FIB Tower. 1033, weggerannt. Lächerlich. Alter. Was zur Hölle? Was ist das für ein Autoscooter hier? Meine Fresse. Verpiss dich, haben die direkt gesagt, oder was? Ja, komm, mach jetzt so. Anhalten! Check, mach mal, wir legen Fokus auf den Escalade, richtig, 22? Check. Sollten die Camachos weiterrammen, Beschuss auf die Reifen öffnen, beziehungsweise ankündigen. Sollten sie weiter rammen, beschießen wir ihre Reifen! Ja, ihr habt angefangen, halt doch die Schnauze! Schuss! Shot fired aus dem Escalade! Ja, die Karre fährt nicht mehr. Wartet einfach ein bisschen, macht ganz entspannt, die werden uns ja jetzt hier erstmal nicht wegkommen, uns hier raus so wegzumachen. Oh, deswegen werden wir die erstmal nicht da oben schwimmen oder so eine Scheiße, sondern schreien die an, dass sie aufhören sollen mit der Piste, ansonsten kommen wir dann mit einer Panzerbank. Jeder, der jetzt noch irgendwie raußen irgendwo rumrennt, einmal bitte in das Parkhaus reinstellen, weil wir wissen, da könnten die auf uns schießen. So mit? Das sieht mein Streifschuss aus, aber... Ja, so check, für alle anderen einfach die Winkel halten, nicht irgendwo rein, nicht irgendwie was übertrieben schnell. Braucht danach nur eine neue Uniform. Einladung zur Information, wir klären jetzt mal kurz die zweite Etage und wir werden dann hier Kontakt einmal kurz aufnehmen. Check. Ja. Dann unten bitte soweit erstmal die ganze Sache ruhen lassen, ja, nicht zeigen. Ja, da war das geschossen. Werden die auch nicht aufhören mit, dementsprechend erstmal ganz entspannt. Okay. Was ist, Alter? Dann ja, machen wir halt hin. Dann halt hier. Hast du noch Medikit hinten drin? Ja, schon mal nach. Plasma müssen noch da sein. Check, denn alle Einheiten, die jetzt hier ganz unten stehen, bitte einmal verteilen auf die beiden Rampen der Haupteingänge. So dass wir 50-50 haben. Check, Einheiten eine Etage höher. Alles klar. Somit dann einmal bitte die Riots. Wie gesagt, alle Leute auf die linke Seite, damit ihr nicht zerquetscht werdet. Haltet ein bisschen Abstand, mindestens 2 Meter. Wenn der Mann vor euch down geht oder irgendwas passiert, einmal bitte zurückziehen und langsam vorrücken. Ihr könnt da vorne einmal, wenn ihr auf der Vorfahrt wart, erster Riot, ihr seid ein bisschen zu schnell, wartet bitte kurz, damit wir gleichzeitig hoch. Check, dann jetzt endgültige letzte Aufforderung, dass sie sich jetzt sofort ergeben sollen, dass das ganze Ding ist hier umstellt. Die bewegen sich sehr relativ schnell. Die gehen auf der Außentreppe runter, passt auf, Außentreppe, 4, 5 Personen. Alles gut, wir haben die Außentreppe, alles easy. Komm mit
Waffen runter. Alles easy. Zurück, zurück, zurück! Ja, von mir, ich hab da drüber gezielt, dass sie ein bisschen zurückgehen. Sind auch zurückgegangen, sind wir auf dem Dach. Check. Okay, dann schwarzer Riot, wir machen Go. Einmal bitte los, Point Man ist Corner. Ihr könnt los, ihr könnt los, ihr könnt los, ihr könnt los. Check. Ihr müsst schnell machen, wir sind schon um die Ecke. Adler, bisschen, komm, fahr ein bisschen weiter nach vorne und nimm die Echo ordentlich mit, dass wir mit den Links vorbei können. Grau, also right, okay. Go, grau, right, go. Mango? Kollegin verletzt. Von außen schießen Leute. Das sind Riot, hier gerade mal durch. Nordseite. Grau, right, go, ihr seid zu spät. Ja, ich häng fest am Dach. Treppe vor, Treppe. Frage, wird einer von uns außen auf den Dächern? Ja, check. Eine Einheit. Passt auf die Treppe auf. Wie ist unten Status bei der Treppe 19? Feuer einstellen, Feuer einstellen, Feuer einstellen, Feuer einstellen, Feuer einstellen. Feuer einstellen, nein. Feuer einstellen. Jemand weg. Von der Straße beschießt. Von der Straße unten schießt noch einer. Check, dann hier oben einmal bitte sichern und dann die, alles, was da auf der Straße ist, wegmachen. Ich weiß nicht, sind Medics schon unterwegs? Ja, hörst du doch. Die müssten auch genug mit Medizinern kommen. Also drei Einheiten sind noch auf dem Weg von denen. Ja, alles klar. Wie geht's dir, Durbin? Ja, soweit, so gut. Bist du versorgt? Guck, ich hab selber ein bisschen verbootet. Wo bist du Streifschuss. Schulter. Waffe weg, hinsetzen, jetzt. Oh ja, Alter. Da ist schon Verband drüber, das geht schon. Guck, sitzt noch nicht mal durch. Da hättest du auch einen Zeber drauflegen können, so wie du die verbunden hast. Also ehrlich, aber unvernünftig bist du auch oben rein. Warum? Ja, weil du angeschossen wurdest und immer noch weiter rumrennst. Ja, hör mal. Ach, auf die Kollegen geballert wird. So, das wird dir jetzt mehr wehtun als mir, ja? Ich werde das festziehen. Nee. Ich leg den Druckverband an. Okay. Oh doch. So, Zähne zusammenbeißen und einmal rum und zweimal rum und dreimal rum und ein viertes geht auch noch wieder. So. Zu fest gedrückt. Das ist nicht zu fest gedrückt, das ist ein Druckverband. Deswegen heißt der Druckverband. Mango, das war kein guter Zeitpunkt, am Kühler zu riechen. Oh, jetzt triggerst du es. Ich triggerst du gerade komplett aus dem Leben. Soweit erstmal stabil aus dem Ja, vorhin hat sie die Schulter ausgerenkt, vielleicht ist sie jetzt wieder eingerenkt. Oh. Ja, könnte ja sein. Banal, aber kann sein, ja. Ja. Ich glaube, die Mediziner kommen, ich werde schon krachen. Das könnte definitiv sein, ja. Ich geh mal schnell gucken, ja? Ja. Ich hab sie. Hallo. Ja, die Kollegen kommen gerade hoch nach und nach. Ja. Ja, Margo. Meine Lieblingspatientin. Ja. Gut, ihr habt ja schon mal erst versorgt, das ist gut. Die Kollegen, ich schicke gleich jemanden runter, der sich um sie kümmert. Ich bin ja, ich glaube, ich kann jetzt hier, muss jetzt hier gucken, weil ich hier gerade ein bisschen noch den normalen Dienst noch mit dem Ding habe. Ja, gut. Erst versorgt, super gemacht, Lob an euch beide. Ich schicke euch sofort jemanden runter. Jo, danke. Hallo. Hier. Wenn sie gerade Platz mache, dankeschön. Ja. Herr Adler auf jeden Fall unterstützen. 42 und 16, komm auf. Bekommt. 83. 5 Steckschuss in die rechte Schulter kassiert und einfach vorausgenommen. Die rechte Schulter. Alles schwarz, ich sehe nur noch den Riot auf mich zu, kommt nicht mehr weg. Oh, irgendwelche Gott. Allergien? Oh. Gut, ich lege jetzt gerade mal kurz eine Nadel. Reminder bitte, die RTWs auch mit Schützen, bitte mindestens ein Kollege jeweils pro Einwohner, bitte. So schiebe ich die Trage ein bisschen hoch. Ich komme mal mit, ich brauche auch noch einen Bubu. Ich schieb's jetzt gerade mal rein. Wer noch mitfahren will, ich habe vorne noch einen Platz und neben der Kollegin noch einen Platz. Ja, dann gehe ich bei der Margo rein. Hallo. Ja, weil ich muss weiter. Weil, Hey Margo, wach bleiben. Quatsch mal mit mir. Wenn das durchblutet, mir bitte Bescheid geben, gell? Ja, zur Information, 75 und 76 sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Als Patienten. Hey Margo!
Red mit mir. Ja, das wird gleich wieder besser. Schmerzmittel ist drin. Siehst du? Gleich läuft's auf Sorge 7.